Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit, hat Thomas Mann gesagt. Ewig wie das Rauschen des Meeres ist auch die stumme Beständigkeit von Steinen. Ewig wie die Steine ist der Glaube der Menschheit an einen Gott. Eine der Ausdrucksformen des katholischen Glaubens sind Kalvarienberge. Orte, die an das Leiden und den Tod von Jesus Christus erinnern. Einer der ältesten Kalvarienberge der Welt steht bei der Kirche Notre-Dame de Tronoën im äußersten Südwesten der Bretagne. Vor mehr als 500 Jahren wurde er errichtet. In Europa sind 1812 Kalvarienberge wissenschaftlich dokumentiert. Von Frankreich bis zur Ukraine, von der Schweiz bis nach Polen. Agnus Dei, Lamm Gottes. Gemeint ist Jesus Christus, der gestorben ist, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Wir sind auf dem Kalvarienberg der polnischen Großstadt Bydgoszcz. In der Karwoche kommen viele tausend Menschen hierher, um einer Inszenierung des Leidens und der Auferstehung von Christus beizuwohnen. Junge Menschen aus verschiedenen Universitäten wirken mit beim Mysterium von Bydgoszcz. Sie machen alles selbst, vom Prospekt sortieren bis zur Regie. Das erste Mysterium haben wir im Jahr 2001 inszeniert. Damals hat Papst Johannes Paul II. Alle Christen dazu aufgerufen, den Weltjugendtag am Palmsonntag zu feiern. Noch eine warme Suppe, bevor dann draußen in der Frühlingskälte die Aufführung des Ostergeheimnisses von Kreuzigung und Auferstehung beginnt. Ich bin gläubige Katholikin. Ich habe den Glauben von meinen Eltern weitergegeben bekommen. Und in diesem Glauben verweile ich. Von den 38 Millionen Polen sind fast 90% katholisch. Von Polen nach Bayern. In Bad Tölz steht der bekannteste Kalvarienberg Bayerns. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, heißt es im Evangelium nach Matthäus für die Stunden, in denen Jesus gekreuzigt wurde. In der Karwoche gibt es einen Kinderkreuzweg auf den Kalvarienberg von Bad Tölz. Ja, wir haben eben das Lied gesungen, mit Jesus wollen wir gehen. Kreuzweg, da steckte das Wort Weg schon drin. Wir wollen uns heute etwas Gedanken machen über das, was mit Jesus damals in Jerusalem geschehen ist. Ein schwerer Weg beginnt nun für ihn. Er muss ein schweres Holzkreuz selber durch die Straßen von Jerusalem tragen. Viele Menschen stehen am Wegrand und sehen zu. Keiner greift ein, keiner hilft ihm. Ich habe mir zu meiner Mama gesagt, ich würde gerne meinen Kinderkreuzweg machen. Ich bin Erzieherin und dann hat die Mama gesagt, irgendwann sind sie dann mit dem Landvolk draufgekommen, dass das auch eine Möglichkeit war, dass das der Initiator ist für das Ganze. Gell? Ja, das Landvolk ist ja nicht nur auf eine Pfarrei begrenzt, sondern
umfasst die ganze Region. Und von daher ist dieser Kinderkreuzweg heute auch etwas über die Pfarrei und Stadt Bad Tölz hinaus etwas Wichtiges und spricht halt vor allem auch junge Familien in den umliegenden Dörfern der Stadt Bad Tölz an. Und wir haben froh und dankbar, dass wir eben so junge Kindergärtnerinnen haben oder junge Menschen, die einfach da was in die Hand nehmen und was durchziehen. Und die haben viel mehr Kontakt mit den Kindern wie die Pfarrer, die ja kinderlos leben müssen. Von daher ist es eine ganz gute Sache, die wir jetzt schon 8 Jahre lang hier in Bad Tölz machen. Noch eins. Das ist du. So, und jetzt brauchen wir 4 Kinder. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und springt, fürchte dich nicht. Und was mögen die Kinder an Jesus Christus? Dass er sich für uns gekreuzigt hat, dass er uns erlöst hat, so. Die Geschichte finde ich schon gut. Ja, dass man ohne Jesus war man nicht auf der Welt. Kreuz heißt, ich hole Jesus vom Himmel herab. Darum hat das Kreuz einen langen, stehenden Balken. Und jetzt holen wir Jesus runter. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Ein kunsthistorischer Höhepunkt in der Kalvarienbergkirche von Bad Tölz ist die Heilige Stiege. Was Kunst für Kalvarienberge, Kirchen und andere Stätten christlichen Glaubens angeht, ist die Mayersche Hofkunstanstalt in München seit mehr als 150 Jahren ein zentraler Ort. Sakrale Kunst wird hier hergestellt für Auftraggeber in der ganzen Welt. In der Münchner Seidelstraße ist die Mayersche Hofkunstanstalt zu Hause, gleich um die Ecke vom Löwenbräukeller. Aus den Katalogen der Mayerschen Hofkunstanstalt wurde früher für viele Kirchen etwas bestellt. Eine Marienstatue, Kalvarienbergfiguren. Am Friedhof von Dillingen, da gibt es eine Kalvariengruppe. Viele andere Kirchen haben dann auch Skulpturen, die von unserer Firma kommen. Leider ist von unserem Archiv sehr viel zerstört worden und wir können da jetzt nicht genau sagen, immer was, wo es hingekommen ist. Und hauptsächlich aus den Fotos, die wir noch haben, aus den alten Katalogen, können wir dann noch sagen, diese Arbeiten haben wir gemacht. Aber wo jetzt genau alles hingekommen ist, wissen wir nicht so, leider. Heute sind die Glasgestaltung sowie Mosaike die beiden Standbeine der Mayerschen Hofkunstanstalt. Hier wird gerade der Mosaikboden für ein privates Schwimmbad handverlesen. Lange internationale Erfahrung steckt in allen Arbeitsschritten. Wir haben weltweit viel produziert, immer schon seit dem 19. Jahrhundert. Wir hatten schon 1888 ein Büro in New York, 1868 ein Büro in London, Paris und Dublin. Und sehr große Projekte, die immer zu uns kommen, für U-Bahn-Stationen in New York oder Chicago. Gerade haben wir jetzt für die University in Princeton eine Glasarbeit gemacht im Außenbereich als Skulptur. Und die Techniken, die wir heute verwenden, sind noch ungefähr die gleichen wie auch im Mittelalter mit Bleiverglasung und farbiges Echtantikglas, dass alles manuell handgeschnitten wird und bemalt wird. Aber auch im modernen Bereich viel mit modernen Techniken wie Siebdruck oder Radierungen. Ätzen, Sandstrahlen, Digitaldruck und weitere Handbearbeitung durch unsere Mitarbeiter.
Neben vielen anderen Kunstwerken wurden in der Mayerschen Hofkunstanstalt die Glasplatten für den Kreuzweg der Kirche St. Florian auf dem Messegelände in München-Riem gemacht. Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte zu mir. Das Lied, das du am letzten Abend sangst, spielte nun in mir. Noch ein paar Schritte und dann war ich da mit dem Schlüssel. Ich schaue vom Priestersitz über die Leute zum Kreuzweg. Und in unserer Kirche ist dieser Kreuzweg ja gegenüber anderen Kirchen sehr massiv geworden, von der Größe, aber auch von der Ausdruckskraft. Manche sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Kreuzweg? Und wenn ich Gottesdienst feiere mit den Menschen, dann habe ich auch immer wieder das Kreuz dieser Menschen im Blick. Jeder bringt sein Lebenspaket mit, hoffentlich die meisten ein kleines Lebenspaket, aber jeder hat seine Sorge, seine Not, und die ist mit im Gottesdienst anwesend. Also wenn wir hier quasi sagen, der Gottesdienst ist etwas nur was Schönes und die Lebensrealität, die Lebenswirklichkeit hat keinen Platz hier, dann bräuchten wir nicht Gottesdienst feiern. Und für mich als Priester ist es wichtig, dass ich, wenn ich die Menschen sehe, auch immer wieder ihre Not und ihre Trauer und das, was sie an Sorgen haben, mitsehe. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielen wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Dieser Weg, dieser Weg. Am Karfreitag nehmen wir als Christen unsere Perspektive des Todes in den Blick, nämlich, dass der Tod etwas ist, durch das auch Gott hindurchgegangen ist. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, er weicht dem Leid nicht aus. Es ist immer die Frage, warum das ganze Leid? Jesus beantwortet diese Frage auch nicht, gibt keine Sinnerklärung, aber er zeigt durch seinen Weg an das Kreuz, den er aus Liebe gegangen ist, ich nehme den Tod auf mich, und wenn ihr Menschen in den Tod kommt, ich bin da, ich bin gegenwärtig. Und dann bleibt der Karfreitag aber nicht alleine bestehen. Wir können den Karfreitag nicht alleine feiern. Wir müssen ihn ergänzen, dann mit dem Ostersonntag, mit dem Tag der Auferstehung. In Polen wird mit der Kreuzigung der Höhepunkt der Inszenierung des Leidens Christi erreicht. Die Stadt Bydgoszcz hat 360.000 Einwohner. Sie liegt 2 Fahrstunden südlich von Danzig. Der eigentlich vorgesehene Jesusdarsteller hat verzichtet. Und dann hat man mich vor einem Monat angerufen, ob ich die Rolle übernehmen kann. Weil ich in einem Kabarett auftrete, hatte ich mir schon früher für andere Rollen die Haare lang wachsen lassen. Und aus diesem Grund sah ich der Gestalt von Jesus irgendwie ähnlich. Das Mysterium hat ein frohes Ende. Ich finde, das ist gerade das Bedeutende an Leid und Tod Christi, eben die Auferstehung, also diese Zeit der großen Freude. Außer dem geschichtlichen Teil wollen wir jedes Jahr auch von einer konkreten historischen oder gegenwärtigen Person erzählen. Dieses Jahr haben wir verschiedene Motive aus der Gegenwart. Junge Polen tanzen aus Freude über die Auferstehung Christi. Lego.
In der gerade gesehenen Szene verliert eine junge Frau den Glauben, die Hoffnung auf die Rettung ihrer Beziehung. In einer anderen Szene zeigen wir das Problem eines gläubigen Ehepaars, dessen Tochter von zu Hause ausgezogen ist und mit ihrem Freund in wilder Ehe leben möchte. No a co ja miałam powiedzieć? Mówiła, że się kochają, że jest z nim szczęśliwa. Na święta chce z nim przyjechać. Jakoś tak, wiesz, no co ja miałam powiedzieć? Vom prallen Leben am Kalvarienberg im polnischen Bydgoszcz zurück in die Ruhe der Kalvarienberge in der Bretagne. Wir sind in Gimeljau, ein Dorf mit 1000 Einwohnern, eine halbe Fahrstunde östlich von Brest gelegen. Der Kalvarienberg von Gimeljau gehört zu den 7 bekanntesten unter den vielen Calvaires, die es in der Bretagne gibt. Für die Bretagne sind die Calvaires mit ihren Dutzenden von liebevoll gemeißelten alten Steinfiguren eine der Hauptattraktionen für Touristen. Typisch für die Calvaires in der Bretagne ist die Steinmauer außenrum. Vermutlich Schutz gegen böse Geister da draußen. Einzigartig am Calvaire von Gimeljau ist die sogenannte Höllenfahrt der verlorenen Katharina, der Legende nach eine junge Frau, die allzu wild lebte. Und dafür gab es dann nur ein Ende, die Hölle. Die reichen Tuchmacher von Gimeljau finanzierten Ende des 16. Jahrhunderts den aufwendig gestalteten Calvaire und erkauften sich damit einen Platz im Himmel. Jedenfalls war das der Plan. Vor den Calvaires waren mit einem Kreuz gekrönte Menhire, erste Zeichen des Christentums in der Bretagne. Nochmals zeitlich davor dienten Menhire als Kultstätten, damals noch heidnisch und daher ohne Kreuz darauf. Zurück in Bayern. Der Kalvarienberg von Thorndorf ist einer von 152 Kalvarienbergen in Deutschland. Wie eigentlich fast alle Kalvarienberge liegt er abseits irgendeines Trubels. Ein intimer Ort. Und die Abkehr aus unserer Kirche und entzünden ein Licht. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Thorndorfer Kalvarienberg liegt in der nördlichen Oberpfalz, eine Gegend mit vielen gläubigen Katholiken. Persönlich freue ich mich auch sehr, wenn ich unter der Woche die Heilige Messe hier vor allem im Sommer feiern darf. Und es ist eine ganz schöne Atmosphäre, eine sehr einladende Atmosphäre, hier zu sein, zu beten, die Messe, Heilige Messe zu zelebrieren. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ich fahre auch oft hoch und hocke mich einfach hier irgendwo hin und habe mal Ruhe und genieße einfach die Aussicht an schönen Tagen. Ja, hier oben kommen auch allgemein recht oft viele
Pilger, sage ich jetzt mal, dahin, die einfach nur nach einer Wanderschaft sich hier oben auf die Bank da hinten setzen und meinetwegen in die Kirche gehen, noch ein bisschen beten und auch die Natur, den Ausblick genießen. Man fühlt sich hier einfach Jesus näher, weil auch die Kirche so klein ist. Man sitzt näher am Altarbild wie in der großen Kirche. Und das gefällt mir ganz gut. Nahe zu Gott kann man an vielen der Kalvarienberge sein. Ungestört. Und wenn es dann noch regnet, hat man endgültig seine Ruhe. Kein Mensch weit und breit. Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen. Wie hier am Kalvarienberg in Eiterbach, Landkreis Freising. Der Kalvarienberg hat im Wesentlichen drei Teile. Das eine ist die Kreuzgruppe da oben, damit ging es wohl an. Dann hat man später eine Tuyenreihe gepflanzt. Denen sind 14 Stationen zugeordnet, auf Blech gemalt, noch im neugotischen Stil. Ist der Stein ausgehauen und als letztes kam 1915 ein unterirdischer Gang ist in den Hügel getrieben worden, der drei Altäre enthält und den Schluss des Kreuzwegs, nämlich das Grab. Und das ist eine besonders fast unheimliche Dunkelszene da drinnen. Das soll auch einen religiösen Schauer vermitteln. Dass man die Nacht des Todes erlebt, in der Hoffnung und in der Freude auf Auferstehung. Dort, wo Kalvarienberge sind, ist und war katholisches Gebiet. Die Fürsten, denen zugestanden wird, über die Religion ihrer Untertanen zu bestimmen, lassen ihr Land mit Merkmalen ihrer Konfession ausstatten. Das sind dann zum Beispiel in einem katholischen Land Kalvarienberge, das sind Mariensäulen, in Österreich Dreifaltigkeitssäulen. Und an vergleichbaren Stellen steht in einer evangelischen Stadt eben nur eine Justitia oder ein Roland von Bremen, aber eben kein religiöses Zeichen im Sinne einer katholischen Konfession. Sind viele bayerische Kalvarienberge mehr als schlicht gehalten, so sind die Sacri Monti, die heiligen Berge in Norditalien, das genaue Gegenteil. Groß, voll mit Kapellen und Figuren, eingebettet in wunderbare Landschaften, gehören die insgesamt 9 italienischen Sacri Monti seit dem Jahr 2003 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Sacro Monte di Varallo hat einen großen religiösen Wert. Einfach deshalb, weil er dort verwurzelt ist, wo das Christentum entstanden ist, im Heiligen Land. Die Entstehung dieses Ortes hier verdanken wir einem Mailänder Mönch namens Fra Bernardino Caimi. Nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land hat er genau hier, auf diesem Hügel, die Kirchen und Kapellen des Heiligen Landes nachbauen wollen. Viele Szenen aus der Bibel werden auf dem Heiligen Berg von Varallo mit lebensgroßen Figuren nachgestellt. Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Auch die Kapellen aus Bethlehem, dem Geburtsort von Jesus Christus, sind in Varallo nachgebaut. Complex of Bethlehem, it was an idea of the founder Bernardino Caimi. Bernardino Caimi, der Gründer des Heiligen Berges hier, hatte die Idee für diesen Bethlehem-Komplex. Ende des 14. Jahrhunderts kam er aus Bethlehem und Jerusalem zurück. Er baute hier heilige Stätten aus Jerusalem nach. Für die Gläubigen, die damals wegen der Kriege zwischen Christen und Moslems nicht dorthin reisen konnten. Also hat man Jerusalem nachgebaut. Der ganze Komplex hier ist eine perfekte Imitation der Kapellen in Bethlehem. Mehr als 4000 einzelne Figuren gibt es auf dem Sacro Monte di Varallo zu sehen.
Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Wir haben jetzt schon das vierte Mal Venedig besucht, eine einzigartige Stadt. Von dort sind wir hierher gekommen, zum heiligen Berg von Varallo. Ich wollte ihn unbedingt einmal sehen. Italien begeistert meinen Mann und mich, jedes Jahr wieder von Neuem. Der Sacro Monte di Varallo, Italien pur. Wie nähert man sich jetzt einem heiligen Ort wie diesem? Man muss die gleichen Gefühle wie die des heiligen Carlo Borromeo in sich spüren. Diesen Ort des Gebetes, der inneren Einkehr. Der große Erzbischof von Mailand, Carlo Borromeo, betete hier während der letzten Tage seines Lebens. Er hatte Fieber, als er von hier fortging. Zwei oder drei Tage später starb er dann in Mailand. Die Kreuzigung Jesu ist der Höhepunkt unter all den nachgestellten Bibelszenen in Varallo. Wie oft in der Kunst fanden in all den Darstellungen nicht nur biblische Figuren, sondern auch die damals lebenden Menschen Berücksichtigung. Hier zu sehen italienische Adelige. Und Deutsche mit ihren Bärten. Hoch über dem Lago di Orta liegt der heilige Berg von Orta. Im Piemont westlich des Lago Maggiore. Der Sacro Monte von Orta ist insofern einzigartig, als hier ausnahmsweise nicht Szenen aus dem Leben Jesu dargestellt sind, sondern aus dem Leben eines Heiligen. Des heiligen Franz von Assisi, Franziskus, der Urvater des Franziskanerordens. Zwischen 1590 und 1877 wurde der heilige Berg von Orta Stück für Stück errichtet. Czy nie widzicie w tym zapowiedzi proroków? Wszystko się wypełniło, co było zapisane. In Polen nimmt das Schauspiel von Tod und Auferstehung Christi seinen Lauf. Słyszeliście proroctwo Izajasza o słudze Pana, który był bity i dręczony, ale ust nie otworzył, by się bronić. Był jak baranek prowadzony na rzeź, jak owca. Der Kalvarienberg von Bydgoszcz war während des Zweiten Weltkrieges ein Ort grausamer Verbrechen. Etwa 5000 polnische Zivilisten wurden hier gemeinsam von der Gestapo und von Volksdeutschen erschossen. Ein Ort des irdischen Leidens. Genau deshalb ausgewählt für das jährliche Schauspiel vom Leiden Jesu. Die Idee zum Mysterium kam vom verstorbenen Pfarrer Sigmund Tribowski. Er hat die Pfarrei hier gegründet und auch zusammen mit den Menschen aus der Pfarrgemeinde die Kirche ausgebaut. Er hatte diesen Traum, dass in diesem Tal des Todes ein Ereignis stattfindet, das das Leiden und den Tod Jesu vereint mit dem Leid und Tod derer, die hier ermordet wurden. Das Mysterium von Bydgoszcz geht seinem Ende zu. Pfarrer Krzysztof Buchholz betet zusammen mit den Besuchern. Bądź wola Twoja.
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi i pozostanie na zawsze. Szczęść Boże. Wszystkim, naprawdę wszystkim. Alles, alles, wirklich alles bedeutet für mich der christliche Glaube. Deswegen bin ich auch hier aufgetreten. Letztes Jahr konnte ich nicht. Aber jetzt war ich dabei und jetzt bin ich überglücklich. Glaube? Nun, das sind Menschen, die sich treffen, Menschen helfen. Ein bisschen lachen, überhaupt fröhlich sind auf dieser Welt. Und viel Sport machen ist wichtig. So wie ich. Ich schwimme viel, außerhalb von Bydgoszcz auf dem Land. Und irgendwie geht es dann halt im Leben. Der christliche Glaube ist für mich vor allem Gott. Jesus. Und in die Kirche muss man gehen, beten, um Gesundheit und besonders für den Papst. Und auch damit es besser wird in Polen. Und es wird aber immer schlechter. Zum Dank für 2 Stunden Ausharren in der Kälte gibt es dann Kaffee und Kuchen. Auch Magnete und Postkarten vom Leiden Jesu kann man kaufen. Oder lieber ein T-Shirt für daheim im Kloster? Beim Mysterium von Bydgoszcz im katholischen Polen. Von Polen nach Österreich. Dort werden in der Karwoche sogenannte heilige Gräber aufgebaut. Wie hier in der Kirche St. Donatus in Patsch bei Innsbruck. Ein großer Aufwand für nur wenige Tage. Ausdruck von tiefer Frömmigkeit. Es war ja alles Liturgie in lateinischer Sprache. Und da war der Pfarrer Pfaundler von Schönberg, hatte das Anliegen, eine Biblia Pauperum zu schaffen. Eine Bibel, eine heilige Schrift, für die Armen, das heißt, die nicht lesen und schreiben konnten. Und das war die Gelegenheit, wie gesagt, auch sinnenfällig, sichtbar, nach außen hin den Osterglauben zu verkünden anhand der heiligen Gräber. Und es ist unser Anliegen, die neue Liturgie mit dem Brauchtum zu verbinden. Und das macht dann auch einen riesen, möchte ich sagen, Effekt aus, denn bei der Auferstehung, wenn da die Lichter eingeschalten werden, die Glocken läuten, die Orgel aufbraust, dann erleben die Leute denn die Auferstehung sozusagen in unserer Pfarrkirche live. Sie können rundherum in Elbögen ein erneuertes heiliges Grab, drüben in Mutters auf der anderen Seite, auf der östlichen Mittelgebirgsseite, in Dulfes drüben auch, sehr bekannt. Dann drunten in Hall in Tirol. Es sind immer wieder neue Gräber erstanden. Typisch für die heiligen Gräber, die es auch in Bayern gibt, sind die bunten Glaskugeln, Zeichen der Osterfreude.
Patsch ist ein Dorf in Tirol mit etwas über 900 Einwohnern. In einigen der Wohnstuben gibt es auch süße kleine Miniaturen von heiligen Gräbern. Sie werden dort zur Osterzeit aufgebaut, ähnlich wie die meisten von uns das von den Weihnachtskrippen bei uns zu Hause kennen. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Eines der Lieder in der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Die meisten Kalvarienberge in Bayern findet man in kleinen und kleinsten Orten. Mitten auf dem Land sozusagen. Wie den hier in Wenigmünchen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Magie der Kalvarienberge in Bayern liegt in ihrer Einfachheit. Kein großes Getue. Keine riesigen Aufbauten, einfach nur eine kleine Kapelle oder auch nicht. Ein Kreuzweg, eine Jesusfigur. Das Ehepaar Turner hält den Kalvarienberg Wenigmünchen in Schwung. Unsere Glocken, die wird nach wie vor betätigt hier am Kalvarienberg. Und zwar, wenn Wetterrohrstinger. Und die was, mir hat ein bisschen ein Gespür schon dazu, wo man was jetzt bis zum Leiten nötig, und dann wird da dermaßen intensiv geläutet, wo man sagen kann, bis zu einer Viertelstunde. Und dann ist eigentlich das ganze Wetter wieder abgeflacht. Also es wird ruhiger und dann verteilt sich das Ganze. Also es durch den, das heißt, durch den hellen Klang verschwindet dann das Unwetter. Ja. Zweimal habt ihr es nicht geleitet, oder? Ja, zweimal, wo man halt wirklich gewusst hat, dass war halt niemand da. Dann ist es zweimal nicht geläutet worden. Und da hat es einmal vom Nachbar drin, bei der Landwirtschaft, hat es vier Kühe auf der Weide, der Blitz erschlagen. Ja, und einmal hat es bei drüber Nachbar der Blitz eine Hochspannung gehabt. Für sich einen Besuch wert ist der Kalvarienberg in Füssen im Allgäu. Allein schon wegen der traumhaften Aussicht sollte man sich einmal die Zeit nehmen und in Ruhe hochwandern. Der damalige Füssener Stadtpfarrer Johann Graf hat einen Großteil seiner Lebensenergie in den Kalvarienberg gesteckt. 60 Jahre wurde Graf alt. Sein Lebenswerk steht noch 1,5 Jahrhunderte nach seinem Tod weithin sichtbar in der Landschaft. Wie bei vielen Kalvarienbergen findet man auch in Füssen eine Darstellung von Jerusalem, dem neben Rom wohl wichtigsten Ort für katholische Christen. Eine Besonderheit auf dem Füssener Kalvarienberg ist die modern gestaltete Jesusfigur. Und natürlich auch der Blick auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Weiter nach Kloster Lechfeld, südlich von Augsburg. Scharen von Gläubigen kamen früher hierher, um gemeinsam Gott zu verehren. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde der Kalvarienberg von Kloster Lechfeld errichtet. Mitten im Ort. Heute ein Schmuckstück. Aber zwischendrin war er kurz davor, abgerissen zu werden. Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hatte unser Kalvarienberg einen sehr erbarmungswürdigen Zustand erreicht. Der Putz ist abgebröckelt, Mauerteile sind eingefallen, die ganze Anlage ringsherum war ziemlich verwahrlost. Und wir haben uns dann im Dorf Gedanken gemacht, was tut man mit dem Kalvarienberg.
Lässt man ihn weiterverfallen, um ihn dann irgendwann mal ganz abzureißen, oder wollen wir ihn erhalten? Es haben sich dann einige Kloster Rechfelder Bürger zusammengetan, mit der Kirche natürlich auch, mit dem Ziel, den Kalvarienberg zu erhalten. Man hat zuerst den Berg entrümpelt, um auch der Bevölkerung zu zeigen, in welchem schlechten Zustand er ist. Und dann wurde mit einem großen Sommerfest der Startpunkt gesetzt für die sogenannte Aktion Kalvarienberg, sodass dieses Objekt wirklich erhalten werden konnte. Und so wacht Jesus auch heute noch schützend über der schwäbischen Gemeinde Kloster Lechfeld mit ihren rund 3000 Menschen. Noch einmal geht der Weg zurück in die Bretagne, die Heimat unzähliger schöner Steinkreuze und Kalvarienberge. Hier zu sehen ist das einzigartige Kreuz mit den Gesichtern der 12 Apostel. Es befindet sich im Dorf Melron. Irgendwie wie ein Wal, der für einen Moment durch die Meeresoberfläche hochzischt, wirkt der christianisierte Menhir von Saint-Dizek. Eine heidnische Kultstätte, später christianisiert. Zu erkennen nicht nur am Kreuz obendrauf, sondern auch an den auf der Vorderseite eingemeißelten christlichen Symbolen. Unsere Rundreise zu Kalvarienbergen in ganz Europa endet beim Calvaire von Pontchâteau. Eingebettet in eine weite Parklandschaft liegt der Kalvarienberg von Pontchâteau, eine Autostunde von Nantes entfernt. Er wird unterhalten von den Missionaren von Montfort. Benannt sind sie nach einem französischen Heiligen, Louis-Marie Grignon de Montfort. Ganz in der Nähe von Pontchâteau geboren. So hat jeder der annähernd 2000 Kalvarienberge in Europa seine ganz eigene kleine Geschichte.